Ja, oh mein Gott, Leute, ich bin endlich wieder da, nach so einer langen Zeit. Und ja, heute gibt's endlich mal wieder ein Unboxing. Und zwar, ihr seht schon, meine Pop-Reihe hat sich erweitert. Und zwar nämlich habe ich Lefty dazu bekommen. Ja, den habe ich vor 3 Wochen in Leipzig bekommen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und, ja, den wollte ich jetzt eigentlich mit euch auspacken und erstmal anschauen. Hey, stopp, stopp, stopp! Ja, ich bin von der Seuchenschutzbehörde. Ja, okay, ich muss erstmal überprüfen, ob der hier irgendwelche radioaktiven Partikel hat, ob der hier verseucht ist. Brauchst du nicht tun. Doch, das mache ich jetzt! Oh Gott! Das sieht ja voll aus! Geh zurück nach Tschernobyl, du böses Vieh! Schick das zurück! Ja, also ich weiß nicht, was mit dem Typen falsch ist, aber definitiv hat der Behinderung. Ja, hier, das ist Lefty, erstmal, so in der Verpackung. Nummer 367 diesmal im Sommerheftchen. Schön. Von Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator! Und da gibt's noch Rockstar Freddy, Rockstar Foxy, Pigpatch, Oliver, Aleph Band, Helpy, Lefty, hab ich ja. Mr. Echo auch. Und dann auch noch Happy Frog. Ja, würde ich sagen, machen wir das Scheißding mal auf. Übrigens, ich habe das hier bei GameStop geholt und das war mein Glück, denn nur 14 Euro! Ja, bevor ich das erstmal aufmache, hier ist auch J-Co-Code oder wie der auch immer heißt. Nein. Bei mir. Ja, so ungefähr klingt der. Nein! Stoß meine Lightbox um und schmeiß alle meine Buchstaben raus! So macht man! Den Link findet ihr definitiv nicht unten in der Beschreibung. Ja, also nach dieser kleinen technischen Störung habe ich es dann doch mal geschafft, Lefty auszupacken. Und ja, was ich sagen muss, er ist sehr cool und detailliert gemacht, vor allen Dingen hier mit dem Auge und so und vor allen Dingen noch mit diesem glänzenden Hut. Ja, und hier allgemein dieses Schwarz sieht einfach wunderschön aus an ihm. Und hier hat er sogar noch ein goldenes Mikro. Und ja, er sieht eigentlich ganz cool aus so als Figur. Ganz schön, wie gesagt, und ja. Der Kopf ist beweglich, wie bei jedem Pop, nur, also fast jedem, glaube ich, nur halt der Rest der Figur nicht. Ja, das war's dann auch leider wieder schon mit diesem Video. Es wird wahrscheinlich morgen am Sonntag rauskommen. Vielleicht gibt's noch ein Video darüber, dass die Aktion bei Lidl komplette Abzocke ist. Vielleicht aber nur, und ja, bis dahin sehen wir uns und tschüss. Hast du noch was zu sagen, Lefty? Subscribe to this channel. Würde ich auch sagen, Lefty. Würde ich auch sagen.